Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch 1.7 mit mir, den Stevie. So, gestern Abend ist die neue Version rausgekommen und es gab einige Veränderungen, wobei ich jetzt nicht auf alles eingehen möchte, aber die wichtigsten Sachen. Mir war ja das Mistwerk da drüben immer ein Dorn im Auge, sag ich mal so, und das ist jetzt weggekommen. Ich habe mir die Sachen rausgeholt, Stroh und Gülle, und habe es dann verkauft und habe hier das Bahnlager von Fat Action hingesetzt und alles natürlich reingefahren, was ich dafür hatte. Die ganze Silage von unserem Grasfeld. Und jetzt gibt es auch eine optische Anzeige, wie viel Silage, Stroh, Gras, Stroh und Silage. Heu haben wir, glaube ich, gar nicht drin. Nein. Luzerne und Hackschnitzel passen hier noch rein. Hier werden die Sachen jetzt auch optisch dargestellt. Nicht nur als Deko, sondern die haben auch Kollision. Ja, kann ich vorlaufen. Ach, draufspringen kann ich jetzt nicht, weil die zu hoch sind. Alle. So, das ist hier hingekommen. Habe ich auch die Kurse dementsprechend eingefahren. Ich hatte auch die ganzen losen Sachen Gras hier aus unserem Silo geholt, weil das lief ja auch schon fast wieder voll. Jetzt haben wir wieder unter 1 Million. Unter 1.911.000. Wobei ja 600.000, glaube ich, hier Gras drin war und Stroh auch noch ein bisschen. Kein Wunder. So, was gibt's Neues? Ich habe mir hier die Werkstatt von Achim Mobil hingesetzt. Da werden die Sachen ja gewaschen, gewartet und lackiert. Und wir können hier noch tanken. Das ist so am... Ja, die Bahnen sind alle weggefahren, bis auf hier... Im Lager war voll, also ich kriegte die nicht mehr rein. Aber der nimmt sich die ja nach und nach weg. Dann war es das hier auf dem Hof jetzt erstmal. So, dann habe ich schon was gemacht. Und ich habe... Wo sind die? Hier zum Beispiel besuchen diese, ja, wie nennt man das? Klärwerk Abwässer 1. Auf der Map gibt es ein paar Punkte. Wie zeige ich euch die? Land am besten hier unten ist einer, hier oben. Da muss gucken, wo nicht auch Windmühlen hinkommen. Ich meine, hier ist noch einer, hier. Bei Edeka hier oben ist einer und hier. Also 5 Punkte sind hingekommen. Ich habe 6 hingestellt, weil ich hier, ist das da? Nein, Stadion, hier, ja. Ich habe mal geguckt, dass ich hier 2 nebeneinander platziere. Weil hier ist die Stadt und die eine ist für den südlichen Bereich, die andere ist für den nördlichen Bereich, damit ich hier ein bisschen Dreckwasser generiere. Ja, 4000 Liter haben wir schon. Ja, was können wir mit dem Abwasser quasi machen? Natürlich ins Klärwerk hauen. Nee, nicht so. Dann machen wir es. Ach nee, wir springen erstmal in der Nähe hin. Besuchen. So. Und gehen dann mal hier im Baumenü rein. Hier gibt es neu dazugekommen sind. Ja, hier ist auch noch was zugekommen. Da können wir gleich hingehen. Hier, das Klärwerk. Ach nee, hierhin. Nochmal ein bisschen schräg.
Mal gucken. Ich werde mal kurz abspeichern. So, dann haben wir den Stand und es wird nicht so weit abgespeichert. Gut, nur wenn ich wieder sage. So, Produktion. Hier ist die BGA hier. Hier kommt das Klärwerk hin. Müssen nur mal schauen. Eigentlich ist es ja so. Ein bisschen vermitteln, würde ich sagen. Ich möchte auch nicht hinten zu sehr in diesen Grünstreifen rein. Ich glaube, so können wir es lassen. Ticken noch nach da. So. So, da haben wir hier unser Klärwerk. So, Straße ist sauber. So, Klärwerk. Hier kann aus ja Abwasser, Strom und Wartung kann ja Trinkwasser quasi oder Nutzwasser, Kompost 2000 und 3000 Gülle. Wir könnten aber auch hier Gärreste oder Gülle hinbringen. Und wir könnten hier sogar Wasser produzieren. Aber ich würde es gern auf diese Produktion setzen und würde dann Autodrive-Kurs einfahren, Aufladestation und dann hier abliefern. Dann packe ich die Punkte von dem Abwassergeschichten in einen Ordner und dann kann der immer den immer dran vorbeifahren, abholen und dann hier reinbringen. Wo was genau ist, ich nehme mal, hier ist Abladen. Hier bekommen wir den Kompost raus, schätze ich mal. Schüttgut, ja. Und da ist Abladen. Hier kommt man dann das frische Wasser raus. Was hatten wir noch? Ja, die Gülle. Wo bekommen wir die Gülle raus? Gülle könnten wir vielleicht auch hier raus bekommen. Hier war ja kein Punkt mehr, nein. Vielleicht bekommen wir ja auch beides raus, aber hier steht Schüttgut. Also gehe ich mal nicht davon aus. Und hier ist einfach nur Warenannahme Flüssigkeiten. Steht ja auch. Ja, Strom muss jetzt erst wieder sich aufbauen. Was steht hier? Warenausgabe Flüssigkeiten. Also Gülle und Dings kommen hier raus. So, das war das eine. Ich meine, es war sogar animiert, die Füllstände. Aber leider, oder wir haben ja noch nichts drin. Also läuft hier auch nichts. Und Strom ist, glaube ich, ja auch noch nicht da. Da müssen wir auf 19 Uhr warten. So, wir haben da noch zwei Aufträge abgeschlossen. Die würde ich gern noch abgeben. So. Weil es gibt noch was Neues, was ich auch gern noch hinsetzen möchte. Und zwar Produktion, die Mehlfabrik. Jetzt stehen, bin ich natürlich hier total verkehrt. Müsste aber hier. Das ist der Bahnhof. Ne, ich muss weiter hier rüber. Metzgerei. Da müsste ich doch jetzt hier. Ne, die Bäckerei. Ja, hier bin ich richtig. So. Und das kann man nur 45 Grad schwenken. Und ich glaube hier, das ist zu weit rein. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann springen wir mal dahin. Ist ja natürlich leider auch jetzt noch ohne Strom. Besuchen. Aber da hätten wir ja schon ein bisschen was. Roggen haben wir, Dinkel haben wir ein bisschen. Und da ich für Roggen und Dinkel keine andere Verwendung habe,
würde ich die hier reinfassen. Was sind das für Rolltore? Okay, ja gut, da kommt man doch noch raus. Schauen wir mal, wo ist unser Zeichen? Mehlfabrik. Wir können Roggenmehl, Dinkelmehl und Weizenmehl. Weizenmehl ist quasi das normale Standardmehl. Und wir bekommen hier Kleie raus. Kleie ist noch für die Futtermischanlage interessant, die wir ja von Fat Action nicht hier stehen haben. Oder wir haben ja noch gar keine stehen. Müssen wir mal schauen, wo die hinpasst. So, was ist noch zugekommen? Es ist die Molkerei dazu bekommen. Bauen. Die ich jetzt aber erstmal nicht setzen möchte. Hier, das ist die. Die kommt. Ist ein bisschen blöd für andere Karten, aber nee. Muss, glaube ich, hier weiter rüber. Und dann muss die so stehen. Nee, ich bin schon zu weit unten. So, hier ist die eigentliche Molkerei, wo wir Milch verkaufen können. Und die Molkerei kommt hier so hin. So wie auch schon im kümmern wir hier am Zaun entlang. So müsste die eigentlich hingehören. Ist zwar ziemlich eng da vorne. Müsste man dann auch einmal hinsetzen und dann ja, da wird Papier, Paletten, Kartons, Strom, Wasser und Milch benötigt. Ich habe alles davon, bis auf die Milch. Also werden wir die erstmal nicht platzieren. Die haben wir ja in dem Labor reingehauen, unsere ganze Milch. War jetzt auch nicht so viel. Weiß gar nicht, wie viele Kühe wir momentan haben, die Milch produzieren. Aber ist ja noch nicht die Welt. Glaube ich, die 60, sind immer noch die 60. Ich weiß nicht, warum hier Licht an ist. Ach, wir haben schon 18 Uhr. Ja, hier werden Paletten angeliefert. Leerpaletten. Und dann brauchen wir hier eben den Dinkelroggen und Weizen. Oder Weizen. Hier haben wir eine Anzeige. Aber keine. Hier brauchen wir keine Wartung. Oh. Also hier wird keine Wartung benötigt. Und das war's jetzt erstmal von dieser Seite. Vielleicht fällt uns noch was auf. Dann werde ich da nochmal drüber berichten. Aber das waren jetzt die drei Produktionen. Mehlproduktion, Klärwerk und Molkerei. Wir haben eben das Strohlager oder Palettenlager ist ja jetzt optisch geworden. Und so, schauen wir mal. Lasst uns doch mal ein bisschen reinfahren. Hier die beiden Missionen laufen noch. Hier wird angesät. Und Feld 77 ist es, glaube ich. Wird noch ein bisschen geerntet. Ich hoffe, der hält das durch. Ja, so viel ist das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon transportiert habe schon. So, mein Punkt ist eigentlich ein bisschen weit, aber hier steht er am wenigsten im Weg. Und hier einmal nochmal auftanken. Da geht die Spritanzeige runter. Auch eine optische Geschichte. Und die Reparatur sollte jetzt so langsam hochgehen. Ich glaube, wir brauchen auch nicht laufen lassen. Ich wollte eigentlich
zum LKW hier drüben. Den mal abklemmen. Schließen, sonst löst sich die Bremse nicht. Wir machen mal Licht an. Paletten brauchen wir gleich auch noch ein paar. Sonst läuft die auch nicht an. So, einmal Planer weg. Weizen. Tata. Wechselgut. Silage. Hätte ich sogar noch 2000 hier. Wo kommen denn die anderen Fruchtsorten? Roggen da. Starten wir. Und fahren mal Richtung Mehlfabrik. Ich glaube, das ist auch das richtige Fahrzeug zum Einfahren. Der zweite Lieferung kriegen wir ja nicht zusammen, aber wie gesagt, wir können ja alles drüben reinfahren. Ist er stehen geblieben? Okay. Hoffe mal, dass morgen hier unsere Pappeln mal fertig werden. Ich weiß nicht, wie lange die hier schon stehen. Werden wir aber immer noch nicht als erntereif angezeigt. Oh, kein Fußgänger hier. Aber wahrscheinlich ist abends. Für die schon. Wie fahre ich denn am besten? Hier rum. Können wir geradeaus fahren? Brauchen wir nicht über den Bahnhof. Gut, jetzt haben wir hier die S-Kurve. Der lässt uns vorbei. So, da sieht man sie schon. Vom Weiten die Mehlfabrik. Komm mal raus. Hier stehen auch noch ein paar Früchte rum. Die male ich auch noch weg, wenn ich so mal dran vorbeigehe und wo es zu viel ist. So. Schauen wir mal. Die Einfahrt ist ja nicht so breit. Die Kurse mal einblenden.
Und wir sagen, wir machen hier eine blaue Streifen. Kommen wir so rum. Wir sagen, hier machen wir blau. Und fahren dann hier rein. Ist das... Wir brauchen gar nicht so rum. Jetzt kamen wir gerade hinter uns. Wir brauchen gar nicht so scharf abbiegen. Dann können wir doch vielleicht sogar nicht über den Gegenverkehr reinfahren. Sondern... Wir machen mal hier einen Kurs. Das reicht doch schon. So, dann machen wir mal einen Punkt. So, dann sagen wir hier Mehlfabrik, Getreide, Eingang. Weiß nicht, warum ich da irgendwie hängen geblieben bin. Dann sagen wir, nächster Punkt, Mehl, Fabrik, Paletten, Eingang. So, wir haben die Möglichkeit, da rum rauszufahren. Würde ich sagen, wir kreuzen hier mal. Hier so durch. Und schauen jetzt, dass wir hier einmal drehen. So ist okay. Wo haben wir einen Punkt? Da ist das schon weg. Ich würde trotzdem sagen, wir machen hier noch einen Punkt hin. Setzen den hier auf den Kurs. Verbinden den schon mal mit denen. So. Löschen den oder den lang. Machen jetzt hier. Teilen die Strecke mal. So. Ja, hier rumzugehen ist vielleicht ein bisschen knapp. Aber wir können ja sagen, hier so rum. Dann sagen wir doch hier einmal Hofausgang.
Mehlfabrik, Getreideeingang. Wir haben jetzt hier Roggen. Jetzt drehen wir hier gleich mal auf der Wiese. Und lassen ihn mal fahren. Dann schauen wir mal, ob er abkippt. Ich kann hier nicht entsperren. Jetzt lasse ich ihn dann auch in den Modus drin. Das passt. Da kommt er gut hier drauf. Also die Einfahrt ist breit genug. Er erkennt auch den Trigger. Lehnt ab. Mehlfabrik kommt an. Aktivieren. Wird zwar jetzt... Oh, ist schon grün. Habe ich denn Strom? Nee. Auch keine Paletten. Warum wird er denn grün? Ach nee, jetzt ist er rot geworden. Okay. War erst blau, so. Er kommt da rum. Er wird ja die Paletten eh nicht aufnehmen. Und die stehen ja auf dem Trigger. So. Jetzt können wir den mal einmal rausnehmen. Entsperren den mal und setzen wieder drauf. So. Du wärst jetzt nicht im Weg. Hier sind wir weiter am Abfahren. Oh, 94% haben wir abgegeben. Vielleicht mit der nächsten Lieferung ist das abgeschlossen. Ich würde jetzt hier einmal ein paar Paletten holen. 4 Stück, würde ich sagen. Nährpaletten. Okay, sagen wir 6. 6 sind 30.000. Dann können wir ihm nämlich sagen, fahr zum Mehlfabrik Paletteneingang. Getreide muss zur hast dich doch noch freigeschaukelt, okay. Da kommt der LKW. Die treffen sich in der Kurve. Aber alles gut. Können wir auch die Zeit wieder auf 1 machen. Wie gesagt, ich würde gern die beiden Missionen noch abschließen. Wir bringen jetzt hier die Paletten noch zur Mehlfabrik.
Dann sagt er uns auch Mehlfabrik, Leerpaletten und elektrische Ladung. Okay, aber das Paletten haben wir ja schon dabei. Und die elektrische Ladung, die dauert halt bis 19 Uhr. Da können wir nichts dran ändern. Vielleicht können wir mit dem gleich noch zur anderen Seite einen Kurs fahren. Und den Palettenausgang müssen wir auch noch mal definieren. Die Palette, also die Kleie ist auch eine Palette. Also die kommt dann auch als Palette raus. Irgendwie. So eine komische Kollision. Und guck mal, hier werden schon die ersten Paletten abgeliefert. Mal schauen. Ein bisschen sogar zu weit. Werden angenommen, also sind die Paletten auch weg. Jetzt schauen wir noch mal hier, dass wir hier vielleicht einen Kurs fahren, dass wir sagen, hier an. Gut aus. Dann nehmen wir den mal weg. Schließen den so an. Ich glaube, der LKW wird gar nicht mehr kommen, weil wir gar nicht so viel Brocken mehr da hatten. Können wir den weiterziehen? Können den hier weiterziehen? Machen daraus einen normalen Punkt und binden den so an. Ich hoffe, auch der andere LKW kommt da lang. Also haben wir hier eine nach links, einmal nach rechts. Dann sagen wir hier, ist der Punkt eigentlich ganz okay. Haben wir hier noch einen Punkt. Setzen den darauf. Färben den ein. Und benennen ihn dann als Mehlfabrik Paletten Ausgang. So, wir gucken mal zum. Der wartet. Ach, der kommt nicht vorbei. Ja, gut, ist auch eine. Aber ich glaube, der wäre auch. Wäre auch nicht wieder losgefahren. Weil, wie gesagt, Roggen haben wir jetzt auch nicht mehr so viel, dass der Anhänger voll wird mit 58.000. Stellen wir den mal ab. Bären den. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir den nochmal losschicken. Hol alles raus. So, dann
Fahr einfach los. Jetzt springen wir mal zur Mehlfabrik. Ja gut, hier haben wir einige Kühe, aber viele sind auch 10. Kann man sagen, wenn die reproduzieren, dann geben die auch Milch. 10, 20. Dreißig, 40, 50, 60, 70, 90 Kühe geben Milch. Kann man dazu sagen? Also die alle, die 1500 haben. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90. 90 Kühe geben bei uns Milch. Also ist noch niemals die Hälfte der Kühe, die Milch geben. Du fährst ab, gut, ist okay, aber dann wird er wahrscheinlich keine 6% sein. Dann müssen wir bei den anderen mal schauen. Der ist auch schon beim Vorgewende. So. Ich würde gern hier eine Ausfahrt da zur anderen Seite hin, würde ich als schwer erachten. Der soll lieber hier rumfahren. Vielleicht können wir ja von hier nochmal Kurs fahren. So könnte er nämlich hier auf den Gelände auch drehen. Ich fahre mal ruhig ein bisschen weiter. Die Punkte, die wir nicht brauchen, können wir ja löschen. Dann löschen wir den mal weg. Verbinden den mit dem. Passt das doch hier auch super. Können wir den vielleicht löschen und ziehen den gleich damit drauf. Oh, oh, wir sind im Weg. Was sagt er uns denn jetzt? Wir haben ein bisschen, oh, wir haben sogar 30%. Also 100.000 hätten Platz. Ja, 100.000. Roggen haben wir jetzt 4. Oh, komm mal hoch. War noch ein bisschen Rest drin. So, jetzt fehlt hier nur noch. Der elektrische Strom. Ach, guck mal hier. Kommt er jetzt da raus? Oder ist das knapp? Das ist knapp. Gut. Aber er kommt auf jeden Fall schon mal raus, auch wenn es hier ein bisschen knapp ist. In den Kasten. Wahrscheinlich, weil wir hier den Punkt angewählt haben. So. Dann gehen wir ruhig mal
ein bisschen weiter raus. Weil wir hier da den Punkt belegt haben, wird er jetzt wahrscheinlich nie mehr darum rausfahren, sondern immer den direkten Weg ohne Punkt nehmen. Ja gut, ist nun mal so. Können wir nicht dran ändern. So, würde ich sagen, sieht es ganz gut aus. Oh, wir haben schon wieder wahnsinnig überzogen. So, kommt eh ein bisschen später. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesenmarsch mit mir, dem Stevie. Ciao, ciao.